Gut. Jetzt sind wir in Tarmo. Hier haben wir bauen vier doppelte Familienhäuser. Und da stehen wir gerade und schauen, wie geht's mit den Maßnahmen mit dem Coronavirus. Hey, also ein bisschen krachwürdig am Betonieren. Hier, ich sehe es. Ist die Waschstation mit fließendem Wasser. Zwei Flaschen mit Seife. Eine Flasche für die Hand desinfizieren. Und Papier, Wegwerfpapier für die Hände zu rechnen. Das macht jeder Arbeiter mehrmals im Tag. Am Morgen vor dem Anfang, während der Essenspause und auch nach jedem WC-Gang ist das eigentlich, versteht sich das von selber. Der Wascher läuft. Okay, und jetzt sind wir pronti. Tipptopp, können wir weiter machen, weiter schauen, wie und was. Was läuft in die Baustelle von Thermen? Remo, kannst du uns gerade erklären, was die da machen? Hier sind wir jetzt gerade in der zweiten Etappe von einer Umgebungsmauer an zwei betonieren. Das ist Sichtbeton. Und wie ihr seht, die Leute sind näher zusammen, bei 2 Meter. Mit dem Arbeitsprozess, in dem Fall heisst das Maske anlegen. Am Anfang hat man es vielleicht ein bisschen belächelt. Mittlerweile weiss ja jeder, um was es geht mit dem ganzen Corona. Und es ist ein bisschen eine Eigenverantwortung von jedem persönlich, sich gegenseitig zu schützen, weil wir wollen ja alle zusammen gerne arbeiten. Und wollen natürlich gesund bleiben. Also, wir schauen gerade, wie die Antibetonierung. Weißt du, was haben wir euch, was die Leute, was du nicht so gut verstanden, was haben wir begriffen? Wie er läuft, was ist genau das, was die mal machen. Was tust du machen? Ich pumpe. Pumpe, Alter, das ist nicht etwas einfach. Ja, das ist schon eine Sorge. Wegen... Du hast eine Arbeit, die du mehrere Jahre machst. Ja, schon 15 Jahre mache ich. Ja, das, warum das nicht einfach? Kannst du mir gerade etwas sagen von der Pumpe, die Daten von der Pumpe? Die Pumpe ist grösser, 41 Meter. Und Pumpe pro Stunde 60 Kubik. Das ist unglaublich. Ja. Danke vielmals, einen schönen Tag. Ciao, ciao, ciao. Die Baustelle haben wir gerade fertig geschaut. Da haben wir einen hohen Krach gehabt. Weiß ich nicht, tun wir etwas verstehen, aber das ist gut gegangen. Und das wäre euch etwas für euch und die Schnucki. Montag, ja, Montag, ich kann ein bisschen merken, aber. Wir gerade wundern, ein bisschen schauen, wie und was. Wir haben Abstand für den Coronavirus, du guter Bub. Ui, du! Ja, ist nicht schwer, ich kann es euch nicht. Der Niveau gerade. Ja, das haben wir schon. Walliser Power. Ulrich im Boden AG. Oh, guten Tag, guten Leute, wenn Wella der mehr wissen von der Firma Ulrich im Boden und von der Schnuckerli TV, die der bitte schön ein paar Like und Facebook drauf tun. Bis nächste Mal. Ciao.